So, Freunde, ganz wichtig, es gibt was Neues, und zwar haben sich die Kanalmitgliedschaften geändert. Ihr könnt den Kanal jetzt unterstützen als Kanalmitglied für 1,99 oder als Barkraftsfreund für 4,99 oder als Barkraftsförderer für 9,99. Natürlich hat jede Stufe seine Goodies, und ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere von euch den Weg dahin findet. Vielen Dank. Von der Schiffsleitung wurde uns noch gesagt, wir dürften die Kohlen in den kleinen Kanonenofen nur mit der Hand reinwerfen, weil unter den Kohlen noch Patronen liegen könnten, die dann explodieren würden. Na, schöne Aussichten. Wir einigten uns darauf, dass nur eine Frau, die in der Nähe des Ofens saß, Kohlen einzeln in den Ofen werfen durfte. Stühle und Tische gab es ja nicht. Wir saßen alle auf dem Boden. Das Schiff war ja so ein Kahn, wie er auch auf dem Rhein fährt, der Kohle oder sonst etwas geladen hat und wo die Oberfläche ganz mit Holzlatten abgedeckt ist. Gegen Abend ging ich mit Gisela und Gerd noch einmal an Deck, um Luft zu schöpfen. Was wir da sahen, war grauenvoll. Ein Eisbrecher hatte eine Fahrrinne gezogen, sodass zwei so schmale Schiffe nebeneinander fahren konnten. In der Ferne sahen wir Flüchtlinge über das Eis gehen, eingebrochene, vollbeladene Fuhrwerke, tote Pferde im Eis eingefroren. Womit hatten wir verdient, wie die Fürsten durch das Eis fahren zu können? Dann kam plötzlich ein Schiff längsseits an uns herangefahren, voll mit Soldaten besetzt. Wir unterhielten uns mit ihnen und einer warf mir drei herrliche, weiße, wollene Bauchwärmer rüber. Er meinte, in der Kälte würden wir die sicher gebrauchen können. Ich habe die Dinger gehütet wie einen Schatz. Kurz bevor wir von Dänemark nach Deutschland zurückfuhren, im Durchgangslager von Kolding, habe ich für Gisela zum Geburtstag daraus einen Pulli gehäkelt. Dieser Tag fiel ja gerade in diese Zeit. Wir fuhren die ganze Nacht durch und jetzt kam ein Gegenstand zur Geltung, den Werner die ganze Zeit auf dem Rücken getragen hatte. Es war der Nachttopf. Er ging unter den Kindern reihum. Ich weiß gar nicht, was wir ohne ihn angefangen hätten, denn in der Nacht hätte man die Kinder ja nicht in der Kälte über Bord machen lassen können. Wahrscheinlich wären wir im Gestank erstickt. Es war ja sowieso wenig Luft da unten drin. Morgens, in aller Frühe, landeten wir im Kriegshafen von Pillau. Also waren wir da, wo nur die Kriegsschiffe liegen. Die großen Passagierdampfer liegen direkt in Pillau. Wir kletterten nun alle an Land, von Ruß beschmiert und verdreckt, aber was schadete es, wir waren gut über das Eis gekommen und mussten nicht zu Fuß gehen, was wir wahrscheinlich überhaupt nicht geschafft hätten. Dort wurde uns gesagt, dass wir Unterkunft in den Hochbunkern oder in den Hausfluren der Baracken der Marineartillerie bekommen konnten. Ich entschied mich gleich für die Baracken. Vor so einem Bunker graute mir. Und wir hatten ja unser Engelchen, das uns scheinbar immer begleitete, das uns den richtigen Gedanken eingab. Wir zogen also mit Sack und Pack im Hausflur eine Baracke ein und es war scheinbar genau die richtige Baracke. Es waren schon einige Flüchtlinge drin und wir suchten uns ein Plätzchen. Es standen da nur lange Bänke an den Wänden. Da kam ein Soldat auf uns zu und bot uns an, zu ihm aufs Zimmer zu kommen. Die Kinder sollten sich die Betten nehmen und für Christel, Gisela und mich wollten sie ein Lager mit vielen Decken auf der Erde machen. Am nächsten Tag wollten sie dann auch auf die Erde gehen und wir dann in die Betten. Wir waren natürlich sehr froh und dankbar über das Angebot und fühlten uns so richtig wohl unter der Obhut der Soldaten. Wir hatten auch noch das Glück, den Koch auf unserem Zimmer zu haben. Gisela und Gerd nahmen wir gleich mit in die Küche, die auch in unserer Baracke war, und hat sie nach Strich und Faden verwöhnt, mit allerlei Leckerbissen. Was ich doch für eine Nase hatte, gerade diese Baracke zu wählen, da standen ja noch viel mehr herum. Die Soldaten gehörten der Marineartillerie an, die den Hafen von Pillau zu verteidigen hatten. Nach einem guten Abendbrot legten wir uns zum Schlafen hin. Die Soldaten hatten eine 10 cm dicke Schicht Decken auf den Boden gelegt,
sodass wir herrlich darauf schlafen konnten. Werner, Wolfgang und Gerd hat es auch Spaß gemacht, bei den Soldaten zu schlafen. Am nächsten Morgen machten Gisela und ich uns auf den Weg nach Pillau. Die Kinder und Christel blieben in der Obhut der Soldaten zurück. Wir hatten nämlich von den Soldaten erfahren, dass in Pillau eine Sammelstelle für Offiziere eingerichtet worden war. Vielleicht war unser Papst dabei. Wenn nicht, konnte ich vielleicht meinen in Rosenberg geschriebenen Brief loswerden. Wir fanden auch die Stelle, aber unser Papst war natürlich nicht dabei. Mein Brief wurde ich aber los. Ein schmaler Streifen Land hatten die Soldaten freigehalten, um nach Königsberg Verpflegung hereinzuschaffen, und dabei sollte mein Brief dann mitgehen. Wie ich später noch erzählen werde, ist der Brief wirklich angekommen. Unseren Weg nach Pillau wollte ich ausnutzen und auf unseren letzten Marken noch etwas Verpflegung einkaufen. Man wusste ja nie, was die letzten Tage noch bringen würden und ob wir überhaupt ein Schiff finden würden, das uns mitnimmt. Ich hatte vor, Wurst und Brot einzukaufen, wollte mich aber nicht von Gisela trennen, also konnten wir nicht beim Bäcker und beim Fleischer anstehen. Ich entschied mich für den Fleischer. Nach dem alten Sprichwort, in der Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot. Ich bekam für meine Marken ein riesen Paket Wurst, alle Sorten. Am frühen Nachmittag kamen wir wieder in unser Quartier bei den Soldaten an. Das Mittagessen war schon vorüber, aber der gute Koch hatte uns eine ganze Schüssel Erbsensuppe aufgehoben. Ich war damals ja kein Freund von Erbsensuppe, aber diese war die beste Suppe, die ich je in meinem Leben gegessen hatte. Mittlerweile waren die Soldaten auf der Suche nach einem Schiff für uns. Kiesler und ich gingen auf Anraten der Soldaten zu einem Silo, in dem Brot gelagert wurde, in der Hoffnung, jemanden anzutreffen, der uns was gibt. Denn Brot war auch bei den Soldaten knapp. Als wir da so um den Speicher herumstrichen, saß ein Soldat in einem Kahn am Ufer. Am Ärmel hatte er ein Schild dran mit der Aufschrift Georgier, also ein Russe in deutschen Diensten, ein sogenannter Hiwi, Hilfsfreiwilliger. Er fragte uns sofort, ob wir Brot suchen. Wir sollten mal ein Weilchen warten. Ein Unteroffizier, dem der Speicher unterstellt ist, müsste gleich kommen. Und tatsächlich, er kam und Gisela und ich bekamen unter jeden Arm ein Brot geschoben. Also 4 Stück. Was für ein Glück. In der Baracke war die Freude groß. Wir teilten natürlich das Brot mit den Soldaten und auch die Wurst. Das wurde ein fröhliches Abendessen. In der Zwischenzeit hatten 2 Soldaten ein Lazarettschiff entdeckt und sie fuhren mich mit einem Wägelchen dorthin, um mit dem Kapitän zu sprechen. Wir hatten aber kein Glück. Das Schiff war bis oben hin mit Verwundeten beladen und man lehnte ab, uns mitzunehmen. Also mussten wir weitersehen. Diese Nacht nun schliefen wir 3 in den Betten und 3 Soldaten auf der Erde. Die armen Kerle hatten ja fast jede Nacht Flüchtlingsgäste und konnten ja nicht jede Nacht auf der Erde schlafen. Wir waren doch sehr froh und dankbar, dass wir im warmen Zimmer untergebracht waren, im Angesicht der Leute, die im Hausflur schlafen mussten. Es sollte unsere letzte Nacht auf ostpreußischem Boden sein. Schon in aller Frühe waren unsere Soldaten unterwegs, um für uns ein Schiff zu finden. Und sie fanden eins. Gleich am Ende der Pier uns gegenüber. Ich rannte den Pier entlang, um ja nicht zu spät zu kommen. Ich hatte Glück, der Kommandant des Schiffes war ein junger Arzt. Der Rumpf des Schiffes war mit Verwundeten belegt. Als ich um Aufnahme bat und sagte, dass ich 5 Kinder hätte, wies er sofort alle anderen ab und wir durften mitfahren. Ich sollte nur schnell die Kinder holen. Also ich bin vielleicht gerannt, wie noch nie in meinem Leben, immer in der Furcht, es könnten sich doch noch andere auf das Schiff schmuggeln. Unsere netten Soldaten luden einfach unser Gepäck auf einen Wagen, die Kinder dazu und ab ging es zum Schiff. Mit herzlichem Dank verabschiedeten wir uns von unseren guten Geistern, den Soldaten. Der Arzt nahm uns in Empfang und beorderte einen Matrosen, unser Gepäck in die Kabine zu schaffen. Ich traute meinen Ohren nicht. Hat er wirklich gesagt, in die Kabine schaffen? Ich hatte ja nur damit gerechnet, unter Deck in irgendeine Ecke zu kommen. Es ging aufwärts, die Treppen hoch und da standen wir auch schon vor einer Kabine, unser Heim für die nächsten Tage. Ich kann gar nicht sagen, wie glücklich wir alle waren.
Wir fielen uns in die Arme und weinten vor Glück. Wir hatten die größte Kabine mit Fenster bekommen. In der neben uns, eine ganz kleine, war eine einzelne Frau untergebracht und in der anderen verwundete Offiziere. Ja, unser Schutzengel hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet. In zwei Betten übereinander schliefen Gisela mit Wolfgang, Gerd mit Werner. Für mich war ein Einzelbett da und für Christel ein Sofa. Peter hatte ja seinen Kinderwagen. Und da war ein Waschbecken drin mit fließendem, warmen und kalten Wasser und einer Zentralheizung, die auch noch warm war. Also das war ja ein Luxus, wie ihn wir schon lange nicht mehr gewöhnt waren. Einfach First Class. Unser Schiff hieß Hansa und hatte so um die 2200 Bruttoregistertonnen, also kein großes Schiff. Das hatten die Soldaten für uns so ausgesucht, weil es in Küstennähe fahren konnte, wegen der Wassertiefe. Die großen Schiffe mussten mehr auf die Ostsee raus und da hatte der Russe viele Minen gelegt. Deshalb waren ja die großen Schiffe so gefährdet und einige von ihnen schon untergegangen. Jedenfalls meinten unsere Soldaten, dass wir auf einem kleinen Kahn sicherer wären. Ja, was macht man nun zuerst auf so einem Schiff? Ich suchte zuerst den Koch auf, um warmes Wasser für Peters Trockenmilch zu bekommen. Der lehnte das empört ab. Ich sollte nur die Trockenmilch für andere Zeiten aufheben. Es wäre doch gelacht, wenn er nicht auch einen Säugling verpflegen könnte. Im Übrigen wurden wir auf dem Schiff voll verpflegt. Wir brauchten uns um nichts zu sorgen. Nun wusste ich, was ich sofort zu tun hatte, wenn sich die Kinder das Schiff ansahen. Ich schrieb einen Brief an Paps nach Königsberg, um ihm mitzuteilen, dass wir nun Ostpreußen mit dem Schiff Hansa verlassen würden, damit er wusste, wie unser Weg weitergeht und sich nicht Sorgen zu machen brauchte, dass wir nicht mehr herausgekommen wären. Dann packte ich die restliche Wurst und das Brot in die Tasche und ging mit Gisela noch einmal zu unseren Soldaten zurück, denn das Schiff sollte erst bei Dunkelheit auslaufen. Wir brauchten ja jetzt die Lebensmittel nicht mehr und die Soldaten würden sich freuen, die Wurst und das Brot zusätzlich zu bekommen. Den Brief sollten sie mir über die Offizierssammelstelle an unseren Paps befördern lassen. Um vorwegzunehmen, Paps hat beide Briefe in Königsberg mit Kurier erhalten und somit gewusst, dass wir alle gesund aus Ostpreußen herausgekommen waren. Wir gingen ganz gelöst und glücklich an der Pier entlang. So richtig entspannt im Spazierschritt. Wir entdeckten noch ein U-Boot, das wir ja noch nie gesehen hatten. Kurz vor den Baracken hörten wir plötzlich Kanonendonner und rannten wie verrückt los. Beim letzten Sprung in die Barackentür hörten wir es über unsere Köpfe zischen. Da waren wir auch schon drin und dann hörten wir den Einschlag. Die Soldaten waren in großer Aufregung und schrien: »Frau Steinhoff, was tun Sie noch hier? Der Russe hat sich auf unsere Baracken eingeschossen. Sie müssen so schnell wie möglich auf das Schiff zurück. Die Schiffe sind nicht gefährdet.« Ich gab ihnen nur schnell den Brief an Paps und Wurst und Brot und nahm von Feldwebel einen Brief an seine Frau mit, den er gerade geschrieben hatte, mit der Bitte, ihn im Westen in den Kasten zu stecken, was ich in Swinemünde auch getan habe. In einer Feuerpause rannten Gisela und ich im schnellsten Tempo zurück zu unserem Schiff. Ich war aber doch beruhigt, dass unser Paps nun hoffentlich wissen würde, dass wir nicht in die Hände der Russen gefallen sind. Nach dieser Aufregung suchte ich meine Kinder auf dem Schiff zusammen und fing an, einen nach dem anderen von Kopf bis Fuß zu waschen. Ich hatte im Rucksack ein kleines Paket Persil mit, was mir jetzt eine große Hilfe war. Zuerst kamen die Kleider dran, die wurden auf der heißen Heizung gleich getrocknet. Dann stellte ich jeden das Waschbecken und schrubbte sie ab, was wohl sehr nötig war. Es war eine Wonne, wieder einmal so schön sauber zu sein. So wurde es allmählich Abend, das Schiff lief langsam aus. Die drei Kleinen schliefen schon, aber Gisela, Gerd und ich standen an der Reling, sahen bei tiefer Nacht nur die leuchtenden Sterne und einige Lichter in der Ferne. Es war das Letzte, was wir von unserer Heimat Ostpreußen sahen. Im Herzen Trauer, Tränen in den Augen und doch ein Glücksgefühl, dass wir nun wohl der größten Gefahr, dem Russen, entronnen waren. Wir schickten ein Dankgebet zum Himmel und schickten uns an, die erste Nacht auf dem Schiff zu verbringen. Es war der 12. Februar 1945. Was konnte noch alles passieren?
Aber wir wussten ja nicht, was schon alles passiert war und waren deshalb auch ruhig und froh, erst einmal der größten Gefahr entronnen zu sein. Wir hatten schon eine Weile geschlafen, als ich aufwachte, weil ich fühlte, dass das Schiff nicht mehr fuhr. Ich lief aus der Kabine, um zu erfahren, was los war. Die Offiziere von nebenan waren auch draußen und erzählten mir, dass wir vor Hela, also die Halbinsel vor Danzig, liegen und auf Nachricht warten, ob wir Danzig anlaufen müssen und dort ausladen oder weiter nach Swinemünde fahren dürfen. Na, das war wieder ein neuer Schock. Wenn wir in Danzig vom Schiff müssen, sitzen wir wieder in der Klemme. Aber Gott sei Dank, morgens um 3 kam der Befehl, weiterzufahren. Erleichtert konnten wir noch eine Stunde schlafen. Natürlich immer angezogen, man wusste ja nie, was kommt. Am nächsten Morgen holten wir aus der Küche unser Frühstück. Da fragte der Koch, ob die Christel nicht helfen möchte, Kartoffeln zu schälen. Diese eingebildete Pute lehnte das ab. Da meldete sich sofort Gisela und ab sofort hat sie jeden Vormittag fröhlich für die Verwundeten und ja auch für uns Kartoffeln geschält, während Christel mit beleidigtem Gesicht auf dem Schiff rumstand. Ich erkundigte mich sofort, wo ich helfen könnte und durfte jeden Tag von morgens bis abends Stullen streichen für alle Mann hoch auf dem Schiff. Gerd passte auf die Kleinen auf, also hatten wir alle unsere Beschäftigung. Am Tage stellte ich fest, dass wir im Geleitzug fuhren. Vor und hinter uns Schiffe. Das Schiff vor uns war dasselbe, das uns am Tage vorher abgewiesen hatte. So allmählich lernten wir dann auch die Offiziere kennen, die in den Nachbarkabinen waren. Gisela und ich erklärten uns bereit, ihnen mittags und abends das Essen zu bringen. Sie waren ja verwundet, meist an Arm und Bein. So hatten wir doch etwas Kontakt miteinander. Abends saßen wir immer in der Offiziersmesse zusammen, verfolgten in einem kleinen Atlas, den ich mit hatte, die Lage an der Front im Westen und wo bombardiert wurde. Da gab es ja auch einen Radioapparat. Und so hörten wir am 15. Februar von der Bombardierung Dresdens, die am 14. Februar war. Eines Tages ging auch unser Brot zu Ende und ab da gab es nur noch Knäckebrot. Peter bekam hohes Fieber und konnte nicht mehr schreien, er war total heiser. Der Arzt gab ihm sofort eine Spritze, einige 1000 Einheiten Diphtherieserum zur Vorbeugung und ich sollte in Swinemünde sofort einen Arzt aufsuchen. Abends saßen wir noch mit einigen Matrosen und Offizieren in der Messe, da hörten wir plötzlich Schrammen an der Bordwand. Wir waren ja ahnungslos, aber die Matrosen wurden kreidebleich und rannten davon. Ja, und wir saßen da und wunderten uns. Nach kurzer Zeit kamen sie wieder zurück und meinten, was wir für ein Glück hätten, dass wir so ein kleines Schiff sind. Wir wären eben über den dritten Kontakt einer russischen Mine gelaufen. So eine Mine hat 4 Kontakte und das Schiff nach uns ist über den 4. Kontakt gelaufen. Es wurde aber nur ein Leck geschlagen und das Schiff musste nun mit Schlagseite in den Swinemünder Hafen einlaufen. Wir feierten noch ein wenig das Überleben, bis der Kapitän mit dem Befehl kam, Schwimmwesten zur Probe anlegen. Bis auf Peter mussten wir alle raus. Das war ein großes Hallo, das vor unseren Kabinen stattfand. Einer half dem anderen. Unter den Offizieren war ein älterer Major mit steifer Halsbinde, ein junger Leutnant legte ihm die Schwimmweste an und behauptete dann, Herr Major sehen direkt kriegerisch aus. Ein wenig Spaß konnte ja nicht schaden. Es war nicht immer so fröhlich. Auch der Schreck klopfte an. Ich hatte die Angewohnheit, früh morgens auf Deck einen Spaziergang zu machen und da ich ganz alleine war, kam ich auch hinter eine Absperrung. Da sah ich 2 Tragen mit einer Leinwand verpackt, unter der sich ein Körper abzeichnete. Es waren 2 tote Soldaten. Natürlich sollte niemand wissen, dass es auf dem Schiff Tote gegeben hat. Ich dachte, sie würden im Meer versenkt werden, aber nein. In Swinemünde wurden sie noch vor uns von Bord gebracht. Es ist schon eigenartig, wenn auf so einem engen Raum Menschen sterben, die man nie gesehen hat. Am 16.02. sehr früh morgens sichteten wir Swinemünde. Es kam mir so komisch vor, eine so lange Schiffsreise zu machen, von Pillau bis Swinemünde, ohne etwas dafür zu bezahlen. Hatte ich doch diese Fahrt schon einmal gemacht. Es war 1936 mit Paps zur Olympiade nach Berlin mit dem großen Schiff Hindenburg bei Windstärke 9.
Das hatte damals ganz schön Geld gekostet. Also fragte ich den zuständigen Arzt, der Peter ja so gut versorgt hatte, ob ich etwas für die Fahrt und Verpflegung bezahlen könnte. Er lehnte das natürlich ab, aber auf mein Drängen war er bereit, 200 Mark in die Kasse zur Rettung Schiffbrüchiger zu stecken. Nun war mir leichter und ich kam mir nicht wie ein Bettler vor. Am späten Nachmittag wurden wir ausgeladen, auf einen LKW verfrachtet und in einen Gasthof gebracht. Wir kamen in einen großen Saal mit langen Tischen und Stühlen und einer Bühne, auf der etwas Heu lag. Eine Rotkreuzschwester wollte uns einen Platz im Heu anbieten, aber da lag gerade eine alte Frau im Sterben und das wollte ich den Kindern nicht zumuten, also blieben wir im Saal. Für Werner und Wolfgang stellten wir einige Stühle zu einem Bett zusammen und wir anderen legten uns einfach auf Stühle voreinander zum Schlafen hin. Zuerst musste ich ja noch mit Peter zum Arzt. Die Schwester riet mir das auch, weil Peter so kurz atmete. Ganz in der Nähe fand ich einen. Er untersuchte Peter und fand alles in Ordnung. Er meinte, die Diphtheriespritze würde schon seine Wirkung tun. Ich sollte ihn nur warm im Kinderwagen halten. Am nächsten Morgen früh um 7 Uhr gab es Frühstück. Kaffee, also Muckefuck, und trockenes Brot mit Leberwurst, die schon sauer war. Um 8 Uhr wurden wir dann zum Bahnhof gefahren. Dem Bahnsteig warteten wir dann, bis um 12 Uhr ein Zug fuhr, in den wir einsteigen durften. Mir wurde gesagt, dass ich mit den 5 Kindern einen Abteil der 2. Klasse haben durfte. Damals gab es ja noch 4 Klassen. Wir hatten Glück, gerade vor uns hielt ein Wagen mit einem Abteil 2. Klasse. Wir nichts wie rein, ehe uns ein anderer den Platz wegnahm. Drin saßen schon 2 Frauen, aber wir hatten ja alle Platz. Peters Wagen stellten wir in die Mitte. Ich fand es nur sehr kalt im Abteil. Da entdeckten wir, dass ein Fenster keine Scheibe hatte. Na, das konnte ja eine sehr kalte Nacht werden. Wir überlegten, wie wir das Fenster abdichten könnten. Decken hatten wir ja keine. Unser Reden war im Abteil nebenan zu hören. Der Gang war mit Kisten und Koffern verstellt. Da war von uns über das Gepäcknetz eine Decke rüber und so konnten wir doch die ärgste Kälte abdichten. Die Dame, die uns die Decke spendiert hatte, war eine Königsbergerin, Frau Erasmus, mit der wir später im Lager in Dänemark gute Freundschaft gehalten haben. Vorerst hörten wir aber nur die Stimmen der Menschen von drüben und stellten uns vor, wie wohl die Personen dazu aussehen mögen. Eine Person, eine Frau, sprach das breiteste Ostpreußisch, das ich je gehört hatte, und dazu noch so hoch und kreischend, dass man das gar nicht anhören konnte. Und ich dachte mir, man müsste sich ja schämen, dass ein Mensch unseres Landes so spricht. Die Kisten, die im Gang standen, gehörten auch ihr. Wie sich später im Lager herausstellte, da standen die Kisten in einer Veranda und fingen an zu stinken, waren darin ein ganzes geschlachtetes Schwein und noch mehr verderbliche Sachen. Die gute Frau hatte Angst, sie müsste verhungern und schleppte ein Schwein auf der Flucht mit herum. Man machte ihr klar, denn sie war sehr empört, dass sie in Dänemark nicht verhungern würde, aber am verfaulten Fleisch sterben würde. Doch zu dieser Zeit wussten wir das alles noch nicht. Wir fuhren ins Blaue. Man sagte uns nach Hamburg. Ich wunderte mich, warum gerade nach Hamburg, wo da doch dauernd Bombenangriffe waren. Aber wir waren ja schon froh, dass etwas geschah und wir nicht mehr in Gefahr waren, mit den Russen Bekanntschaft zu machen. Im Abteil fingen wir an zu frieren. Es war ja schon dunkle Nacht. Peter konnte sich nur unter den Federbettchen trockenlegen. Ihn herauszunehmen wäre zu kalt gewesen. Da erinnerte ich mich an die letzte große Wurst in meinem Rucksack. Fett ist doch Brennstoff, erinnerte ich mich, und erzeugt bei Verbrennung Wärme. Vielleicht würde es ausreichen, uns etwas aufzuwärmen. Jeder bekam eine dicke Scheibe Wurst und tatsächlich es half, wir wurden wieder warm. Das wiederholten wir dann alle paar Stunden. Wir saßen im Dunkeln, denn wir durften ja nicht von den Fliegern gesehen werden. Etwas Abwechslung brachte die Unterhaltung mit den beiden Frauen am Fenster. Sie fielen mir auf, da sie so furchtbar blass waren. Hier ihr Schicksal. Die eine hat in Ostpreußen ihr 2 Monate altes Kind verloren. Es war an Brechdurchfall gestorben und es gab keine Totengräber mehr,
der das Kind begraben konnte. Da legte sie ihr Kind in einen kleinen Pappkarton und ging zum Friedhof, um es selbst zu begraben. Die Erde war hart gefroren, sie hatte keinen Spaten. Da versuchte sie, mit den Händen eine kleine Grube zu graben. Russische Flieger griffen den Friedhof an. Als sie nur noch Flammen sah, rannte sie wie bewusstlos vom Friedhof, ohne zu wissen, ob sie nun ihr Kind begraben hatte oder nicht. Aus Pillau heraus kam sie mit dem großen Schiff Stäuben, eins der großen, vor denen uns die Soldaten gewarnt hatten. In einer Nacht vor der Küste von Pommern lief das Schiff auf eine Mine. Innerhalb von 10 Minuten sank das Schiff. 6.000 Menschen waren darauf. Nur 600 sind aus dem eisigen Wasser von einem deutschen Zerstörer gerettet worden, darunter nur sehr wenige Zivilisten. Die meisten waren Besatzungssoldaten. Man brachte sie in Pommern an Land, wo sie sich in einem Lazarett einige Tage erholen konnte. Die andere Frau war auch auf der Stäuben gewesen, zusammen mit ihrer Schwester, deren Mann und 4 Kindern. Gerade in dieser Nacht hatte sie sich einmal zum Schlafen ausgezogen und ihren Schmuck, den sie immer bei sich trug, abgelegt. Sie hatte eine Außenkabine mit der Tür zum Außengang. Das war ihr Glück. Sie hörte plötzlich Lärm draußen und lief im Nachthemd auf Deck und sah, dass das Schiff schon im Sinken war. Sie rannte los und stieß mit den Füßen an ein leeres Schlauchboot. Sie setzte sich instinktmäßig rein und glitt mit dem Boot, je mehr das Schiff sich senkte, ins Wasser. 2 Stunden saß sie im Boot, bis zum Bauch im eiskalten Wasser, bis sie von dem Zerstörer gefunden und aufgenommen wurde. Ihre Beine waren ganz schwarz, erzählte sie. Auch sie kam in das Lazarett in Pommern und dann mit einem Zug weiter nach Swinemünde. Ihre Schwester mit Mann und alle 4 Kinder sind ertrunken. 2 kleine Schicksale von Millionen, mit denen wir hier konfrontiert wurden. Ich dachte bei dem Säugling der ersten Frau an unseren Peter. Wie gut, dass ich das Milchpulver mit hatte. So hatte er doch immer die gleichbleibende Milch und ein Brechdurchfall war ziemlich ausgeschlossen.